Hey, ja. Willkommen zurück zu Way of the Samurai 2. Zum nächsten Abenteuer. Denn beim letzten Mal haben wir Kiyotiro an die Macht gebracht. Mehr oder weniger. Weil wir Kazumi verlassen haben, bevor wir uns um Kiyotiro gekümmert haben. Und ja, deswegen hat sie alle getötet. Und hat die Macht jetzt übernommen in Amahara. Und ja, ich mache jetzt weiter mit einem neuen Abenteuer. Weil es interessiert mich nicht, was mit ihr da passiert ist danach. Wir machen jetzt weiter mit einem neuen Abenteuer, wie gesagt. Haben mittlerweile den Schwierigkeitsgrad tödliche Schläge freigeschaltet. Ist quasi normal mit Instant Kills. Aber wir spielen weiterhin auf normal. Wie alle Story-Abenteuer. Ich glaube, im Zuge von Punktabenteuern vielleicht zeige ich das normal. Ich weiß immer noch nicht so genau. Kann sein, dass wir das noch machen und mal in einem späteren Punktabenteuer, wenn wir nur eins haben. Ich glaube, müssten wir noch mindestens eins zusammenkriegen. Wir nehmen mal den Kopf zur Abwechslung und diese Kleidung hier. Schwert, das nehmen wir, ist immer noch der Beste nach wie vor. Und wir nehmen den Rettich. So, zwei Stück. So können wir loslegen, also würde ich sagen, ja, los geht's. It is the late Edo period, the last days of the samurai. Japanese society is undergoing dramatic changes. Much has changed and much has been lost, but the heart of the samurai remains the same. Our story opens as a lone samurai warrior appears in Amahara, a town rocked by these turbulent times. Ja, irgendwie aufgepäppelt von dem Mädchen. Und ja, das ist tatsächlich der beste Reisball, den ich je gegessen habe. Naja, wie heißt du denn, Kleine? Watch where you're going, you little brat! Who do you think you are? Running into us without so much as a word of apology. Was soll das denn hier? Ich kann die doch nicht einfach so zurücklassen. Ouch! It hurts! I'm dying here! Oh my god! His leg's broken! So, how do you think you're gonna make up for this, kid? What's your problem? Don't even know how to apologize. Who the hell are you? So you mean to tell me you know this brat? Was hat da gar nichts zu tun? Ich sehe ja, dass ihr gern kleine Kinder erschrickt. Was ist das für eine erbärmliche Sache hier, hä? Wie erbärmlich ist das? What did you say? Unbelievable! He's insulting the good name of Aoto Gang! Let's get him! Ist ja gut, aber erstmal, bevor wir das tun, ziehen wir uns immer um. Die müssen immer anders anziehen, vernünftig. Was ziehen wir denn so an? Das ist eine gute Frage, ne? der mächtigste Wurst aller Zeiten. Kann aber bisher von niemandem richtig benutzt werden. Ja, wird ja vielleicht Zeit, den mal zu benutzen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich hab noch einen. So. Ja.
Oder was war das denn? Das sind beide auf einmal erwischt. Ey! Du hast mir wehgetan! Das wirst du aber zurückkehren. Hey! The Samurai is tough! Let's get out of here! We'll let you off this time. Hey! Wait for me! What have you been up to? Everyone's been so worried about you. What's this samurai doing here? Careful. Have you been feeding your lunch to stray cats again? What am I going to do with you? No? Then... You mean, it wasn't a stray cat, but a stray samurai instead? You've got to be careful. Strays can be hard to get rid of once you've fed them. You're not planning on taking this stray samurai home, are you? I thought you didn't like people who go around brandishing swords. Oh? She seems to like you a great deal. I don't know how you two met, but if she's opened her heart to you, you must be a good person. She's a servant at an inn called Amakaze. I guess she wants to take you there. Why don't you stop by there for a bit? Well, you'll have to excuse me. I have some errands to run for Dr. Genon. Oh, yes, I almost forgot. My name's Chiyo. We'll probably meet again if you're going to be staying in Amahata for a while. And as for this little girl here, she doesn't have a name. Or maybe I should say that I don't know what it is. We just call her No Name from Amakaze. See you later! Ja, so sieht's aus. Ja, wir haben ein neues Abenteuer ja vor uns. Zu einer neuen Story. Ja, mit einem neuen Ende, wo wir, naja, nur, was wir bisher noch einen Geil gesehen haben, so gesehen. Also, geht auf Film vom Vater, den wir noch nicht gesehen haben. Grundsätzlich kennen wir ihn schon, aber noch nicht genau das, wo wir uns entscheiden müssen. Das haben wir noch nicht gemacht. Ja, gehen wir mal dahin direkt. Gehen wir mal direkt zum Stadtrand. Warum nicht? Machen wir mal so rum. Ach, man kann. Aha. Die Magistraten und die Autogängen machen uns Stadtbewohnern Ärger. Es ist ihre Schuld, dass sich Amahara in einem solchen Zustand befindet. Hey, Samurai, wirst du uns Stadtbewohnern helfen? Wir wussten gar nicht, dass man hier direkt ohne Story-Sequenz weiter hingehen kann. Wir haben ein neues. Man lernt immer noch mal ein neues kennen im Spiel, ne? Dr. Genons Klinik ist gleich da drüben. Oh, du bist kein Patient? Entschuldigung. Dr. Genan hasst die Samurais wirklich. Ich würde mich gern von ihm behandeln lassen, aber wie soll das gehen? Ja, weiß ich nicht. Mal mit ihm reden, mal Hallo sagen. Ja, auch mal reingucken, wie er reagiert. Ist das gar nicht da? Das ist ja ungewöhnlich. Ja, ein bisschen anders hier. Wusste ich gar nicht, dass so geht. Ja, kann auch mal, wie gesagt, man lernt immer noch was Neues kennen im Spiel. Abgesehen von den ganzen Entscheidungen. Weil viele haben ja auch noch, wie viele haben ja auch nicht gesehen, aber kann ich auch gar nicht zeigen, weil die dann ein anderes Ende resultieren würden. Also, aber wie im ersten Teil, da habt ihr immer noch was selbst zum Erkunden. Lohnt sich trotzdem selber zu spielen, das Spiel. Nee, nee. Hi, alter Mann. Sind Sie stark?
Alter Mann? Was ist los? Sie zittern ja. Natürlich bin ich alt. Ein Samurai, der nicht stark ist, ist gar nichts. Ich bin nicht stark. Ich bin doch kein alter Mann. Ich halte mich noch. Ich hab zwar weiße Haare, aber. Ich bin doch kein alter Mann. Wie unhöflich. Diese Kinder von gestern. Nee. Ja, den können wir doch nicht dahin. Ich dachte, das kann ich übrigens andersrum machen. Na dann mache ich halt so. Was soll's? Geht doch dahin. Aha. I see. What? Hey, you. You're the one she's talking about. You gave your rice ball to her as she was about to faint from hunger, and then she saved you from some thugs, huh? Das hast du wohl verdreht. I thought that was a little strange. But that does make more sense. You will have to forgive me. I can't tell everything from this drawing. Nein, das will ich nicht sagen. das ist ein guter schon erkannt, ne? But there's no other way to communicate with her. She can't speak. In any case, you must accept my thanks for saving her. My name is Danpachi. I run all kinds of businesses around here. What brings you to Amahara? You don't seem to have anything in particular to do. What's that? You want me to let this samurai live here? Now, just a minute. This isn't a stray dog or cat we're talking about. Danpachi? Has she come back yet? Yes, she's just come home. And with a stray samurai, no less. Did you finish your errands? Then hurry up and do it. You're supposed to go pick up some medicine at Dr. Ganon's, aren't you? What are you just standing around for? Wait, Maikaze. Not so fast, she's just hungry. She has given her lunch away again. What are you saying? Running errands is her job, and she knows that. We don't have room for useless loafers around here. Well, get going. And don't think that you can stay here for free either. That's not going to happen. I can understand how Maikaze feels, but you did save the child's life. I'll prepare a room especially for you, but from now on, I'll have to put you to work as a bodyguard. If you don't work, you don't eat. That's the rule around here. Come, I'll show you the way. Und dann? This is your room. Make yourself at home. I'll have it cleaned up, and while you're waiting, why don't you take a stroll around the area? Oh, yes. And while you're at it, it would be helpful if you could check on the girl. Maikaze can't seem to concentrate when she's away. She's gone to the clinic on the edge of town. See you later. Wir gehen dann nochmal hin. Na so ist. Wo bist du noch vertaucht, hä? Bist du derjenige, von dem dann Patsy gesprochen hat? Das stimmt. Oh! Aha! Hab ich mir doch gedacht. Fühl dich wie zu Hause. Muss ich betonen, wie wichtig es ist, sich zu Hause gut zu erholen?
Auf jeden Fall. Großartig. Du kannst dich zu Hause ausruhen, wenn du müde bist. Wenn dir vom Umherlauf in Amhara die Energie ausgeht, komm wieder her und ruh dich aus. Es gibt nichts Besseres. Wenn du weiterarbeitest, auch wenn du keine Energie mehr hast, wirst du einfach umfallen. Ein ganzer Tag wird verstreichen, bevor du wieder erwachst. Bevor das passiert, solltest du dich auf jeden Fall ausruhen. Aber das ist nicht schwer. Komm einfach heim und schlafe nachts. Einfach. Auch deine Wunden werden heilen, wenn du ruhst. Ausruhen hat noch nie niemanden geschadet, so rum, ja. Aber man sagt ja, Zeit ist Geld. Aber Gesundheit ist wichtiger als Reichtum. Oh, es gibt noch einen Weg, sich in seinem Haus auszuruhen. Das wäre das Ausruhen, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Aber das ist nicht sehr konstruktiv. Wenn du den Tag des Festivals gar nicht abwarten kannst, zum Beispiel, kannst du dich auf gar nichts anderes mehr konzentrieren. Also gehst du einfach nach Hause und schläfst. Wenn du dich ausruhst, heilen Wunden schneller und Energie kommt zurück. Geduld wird belohnt. Nun, das wäre dann alles, was ich über das Ausruhen zu sagen habe. Mein nächstes Thema ist, das Amakase-Gasthaus richtig nutzen. Das wird jetzt ein wenig lang, okay? Ich kann es kaum abwarten. War nur Spaß. Ah ja. War nur Spaß. Verdammter Mist. Oh, mein erstes Geld. Mein erstes Geld habe ich verdient, ohne was ich gemacht habe. Ich werde mal in der Klinik vorbeischauen. Sie befindet sich am Stadtrand. Genau, da waren wir eben auch schon. Da war keiner zu Hause. Ah, jetzt hat er sich befreit. Aus einer misslichen Lage. Wie schön.